Was an der Friedrichstraße passiert ist. Die Polizei hat den Zug aufgehalten und provoziert, dass der Mindestabstand der Leute nicht mehr eingehalten werden konnte. Und damit letztendlich einen Vorwand geschaffen, bewusst, um zu sagen, wir brechen jetzt diese Versammlung ab. Ja, da oben hier bleiben. Nochmal, das Virus steckt im Geld. Das ist der einzige Grund für diese Pandemie. Der Konkurs von 2008 wird mit erhöhtem Explosionspotenzial nachgeholt. Der Rest. Hallo Freunde. Wie ihr vielleicht mitbekommen, bin ich gerade bei der Demo und die wollen die gerade auflösen. Deswegen bleiben wir mal hier. Wir müssen mal schauen. Wir bleiben. Eine Durchsage der Polizei. Ich habe Sie jetzt mehrfach aufgefordert, den ehemaligen Versammlungsort zu verlassen. Wenn Sie weiter hier bleiben, begehen Sie einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und begehen einen Außenfriedensstreit. Gehen Sie also jetzt und verlassen den Versammlungsort. Sollten Sie weiter stehen bleiben, wird die Polizei Zwangsmaßnahmen gegen Sie anwenden. Das heißt, Sie werden einzeln aus der Gruppe herausgeholt, Ihre Personalien werden festgestellt und Sie kommen an Außenfriedensstreitanzeige. Gehen Sie jetzt Richtung Süden, Richtung Brandenburger Tor. Schämt euch! Ihr kriegt Menschen euch! Wir haben euch lieb, wir haben euch gern, wir mögen euch! Ihr seid Teil von uns! Ihr seid Teil von uns! Es betrifft euch genauso! Ihr seid Teil von uns! Macht doch mal die Augen auf! Wir lieben euch! Habt ihr keine Kinder? Da kommen wieder Greifer. Brüder! Denkt doch mal an eure eigenen Kinder! Denkt an eure Kinder, an eure Enkelkinder! Das Ghetto wird geräumt. Wo sind denn denen ihre Dienstnummern? Solidarisieren mit der Politik statt mit dem Volk. Schämt euch was! Ey, die sind Zucker! Meine neueste Durchsage der Polizei. Sie angekündigt, wenn die Polizei jetzt Zwangsmaßnahmen anwenden, die Personen, die sich nicht entfernen, einzeln aus der Gruppe herausholen. Ja, ich will das ein bisschen für euch dokumentieren. Ich muss allerdings auch aufpassen, dass wir mich nicht einfach mal packen. Ah, jetzt catchen sie wieder jemand. Leute,
Leute, jetzt weiß ich, wieso man, wenn man Polizist werden will, keine Eintragung im Führungszeugnis haben darf. Nicht, weil man dann vielleicht mal ein kleiner Verbrecher war, sondern weil absolute Gehorsam gefordert wird. Und genau das zeigt sich auch, ja. Die sind einfach mal die Knechte vom Staat, was so nicht sein darf. Polizei steht eigentlich für das Volk und nicht für den Schutz von Politikern, die machen, was sie wollen. Sinnlos, er sitzt auf der Bank. Geh weg. Geh weg, sonst muss ich dich leider festnehmen. Sag mal, weswegen habt ihr euch aufgefordert? Hä? Schon saß. Grund? Der Platz wird geholfen. Aha. Platzverweis für alle. Ja, und? Warum sie das gestern nicht schon verboten haben? Also sie haben es ja erst verboten, das Verbot wurde wieder aufgehoben. Ja, so konnten sie wenigstens sagen, die haben sich wieder alle versammelt, die haben wieder keine Masken auf, die haben wieder den Mindestabstand nicht eingehalten, also können wir das Ding hier wieder schließen. Ja, also ich bin mal ganz klar dafür, die Regierung muss einfach mal zurücktreten. Was Merkel und Konsorten dort veranstalten, das geht einfach nicht klar. Wir schlittern in eine Zwangsimpfung rein, was leider die wenigsten wahrhaben wollen. Obwohl es immer wieder gesagt wird, schon im März wurde es gesagt. Jetzt haben wir bald Ende des Jahres. Die Pandemie wird nicht enden, bevor dieser Impfstoff nicht draußen ist. Abgesehen davon, wie schlimm der Virus ist. Ist nur Grippe 2.0. Aber ja. Die kriegen ja alle so fett Kohle, Spahn mit seiner neuen Villa. Ja, was soll man dazu noch sagen? Aber sehr schön zu sehen, wie viele Leute erwacht sind, ja, und schon wissen, was eigentlich, in welcher Welt wir eigentlich leben, ja. Ja, schon so weit, dass ich habe heute ganz kleine Kinder, die konnten gerade laufen, mit Maske gesehen. So, was das mal für Schäden anrichtet. Seit der Pandemie wurde alles vergessen. Gibt ja nicht ein Immunsystem, was man stärken kann. Nee, alles muss weggeimpft werden. Hey, wo ist China? Wo ist China? Ich schwöre dir, wenn mich einer anpackt, ich gebe dem eine richtige Bombe. Ihre Versammlung wurde um 12.53 Uhr aufgelöst. Sie haben die Pflicht, den Auslösungsort zu verlassen. Dieser Versammlungsort, diesen Versammlungsort zu verlassen. Nehmen Sie
Wie sie einzelne rauspicken. Richtig feige Schweine. Dann nimmt doch die ganze Gruppe. Wir wissen schon, was passiert, wenn sie alle greifen. Auch wenn man 20 Bullen mit einer Person mit. Der Widerstand reißt, beginnt eine Straftat. Bitte gehen Sie also jetzt Richtung Brandenburger Tor und verlassen den Ort. Sonst habt ihr morgen alle Hausarrest. Junge, Junge, ey. Wird eine Strafanzeige. Mit Handschellen. Junge, Junge, ey. Geh weg. Das ist meine erste Durchsage, 16.47 Uhr. 16.56 Uhr. Das ist Diktatur! Thank you.